Genüsslich zieht der brave Mann sich seinen Zeigefinger lang, weil man mit Zeigefinger lang auf andere Leute zeigen kann. Er distanziert sich, isoliert sich, grenzt sich ab, will sauber bleiben. Der Finger zeigt auf Obdachlose, auf lange Haare, Gammelhose, auf laute Kinder, Arbeitslose, auf Schlips mit Flecken von der Soße. Er distanziert sich, isoliert sich, grenzt sich ab, will sauber bleiben. Doch die Gesellschaft muss es lernen, im Süchtigen nicht einen sittlich verworfenen Menschen zu sehen, über den sich der wohlanständige Bürger meint, überheben zu können. Häufig genug sind es gerade die Feinfühligen, Empfindsamen und besonders Wertvollen, die die Lebensbedingungen der Wohlstandsgesellschaft und ihre Begleiterscheinungen nicht mehr ertragen können. Nach den neuesten Erkenntnissen ist folgende Einteilung zum Genuss alkoholischer Getränke vorgenommen worden. Erstens Nichttrinker. Zweitens Trinker, die sich aufteilen in mäßige und ausschweifende Trinker. Es gibt ausschweifende Trinker, welche unregelmäßig trinken, sowie Trinker, die gewohnheitsmäßig trinken. Die ausschweifenden Trinker können süchtig oder nicht süchtig sein. Alkoholiker ist, wer ausschweifend gewohnheitsmäßig trinkt. Der süchtige Alkoholismus kann in 4 Krankheitsabschnitte untergliedert werden. Erstens die voralkoholische Phase. Der Alkoholiker berauscht sich kaum. Er trinkt nur, bis er jenes Maß an Zufriedenheit, Mut, Anregung oder Vergessen erreicht hat, das ihn seine schlechte Laune, Angst der Gehemmtheit, seinen Mangel an Antrieb und seine Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, deren Ursachen meist im seelischen Bereich liegen, verlieren lässt. Freund Alkohol bietet sich als Helfer und Tröster in allen Lebenslagen an. Dadurch, dass die Konfliktspannung ausgelöscht wird, ist sein Problem wenigstens für den Augenblick gelöst. Alkohol entsteht durch die Spaltung und den Abbau von Zucker, ausgelöst durch ein Stoffwechselprodukt des Hefepilzes. Dieser Hefepilz benutzt seine Fähigkeit, Alkohol erzeugen zu können, seinen Feinden gegenüber als Waffe. Seine Konkurrenten, etwa den Schimmelpilz, bringt er mit dieser Waffe um. Biologisch gesehen ist also der Alkohol nichts anderes als ein Mordinstrument in der Hand des Hefepilzes gegenüber den ihn umgebenden Lebewesen. Die Medizin macht sich diese Tatsache zunutze, indem sie den Alkohol zum Abtöten von Krankheitserregern benutzt. Alkohol ist ein Antibiotikum, eine zellentötende Flüssigkeit. Auch die Zellen des menschlichen Körpers werden, wie das am Alkoholiker ersichtlich ist, durch jahrelangen Alkoholmissbrauch auf das Schwerste geschädigt. Der Alkohol erweist sich als Betrüger, der zunächst großzügig, ganz ohne Gegenleistung, als Freund und Helfer seine Dienste anbietet, aber dann den Alkoholiker verführt, sein Denkvermögen völlig abzuschalten. In einem ersten Stadium braucht er nur gelegentliche Erleichterung, insbesondere bei frustrierenden Erlebnissen, die sein Stehvermögen belasten. Er fühlt sich nach dem Alkoholgenuss nicht mehr schwach und minderwertig, sondern die Flasche macht ihn zum Mann. Dabei sinkt das seelische Vermögen, Konflikte zu bewältigen und Spannungen tatkräftig zu erledigen, immer weiter. Der Alkoholkranke merkt jetzt, dass er ausschließlich mit Hilfe des Alkohols seine Schwierigkeiten beseitigen kann. Die Alkoholmenge zum Erreichen des gewünschten Erleichterungsstadiums wird immer höher. Nur dieser ist ein rechter Mann, der hochprozentig trinken kann. Ich hörte als kleiner Junge schon, trinken gehört zum guten Ton. Zweitens, die Phase des Vorstadiums.
Am Beginn dieser Phase entsteht bereits eine Schädigung des zentralen Nervensystems. Es kommt zu Erinnerungs- und Gedächtnislücken. Während des Trinkens kann der Patient einen völlig gesunden Eindruck machen, geordnet sprechen und handeln. Doch am nächsten Tag hat er nicht mehr die Spur einer Erinnerung, was er gesagt oder getan hat. Durch seelische Belastungen kann es über das zentrale Nervensystem zu Störungen verschiedener Organe kommen. Meist sind der Magen, Herz, Darm, Kreislauf, Lunge, Muskeln und die Haut betroffen. Der Alkohol betäubt das zentrale Nervensystem und die Störungen, deren Ursachen vorwiegend im seelischen Bereich liegen, kommen zum Verschwinden. In diesem Stadium gehören Wein, Bier und andere Alkoholerzeugnisse praktisch auf, für den Betreffenden getränkt zu sein. Sie werden zum Heilmittel, das der Alkoholkranke zum Ausgleich seines seelischen Haushalts braucht. Der Alkoholiker beginnt, wegen seines abnormen Verhaltens, Schuldgefühle zu entwickeln. Er versteckt sich gegenüber seiner Umgebung und beim Trinken sondert er sich von der Gesellschaft ab, wobei der Alkohol am Anfang als Mittel zur Überwindung eines Mangels an Beziehung zu seiner Umwelt gedient haben mag. Der Alkohol verspricht, im Kreise der Gesellschaft mitmachen zu können und schafft grenzenlose Vereinsamung. Er stellt die Vermittlung von Kraft und Energie in Aussicht und zerstört dabei den Organismus. Ich bin ein Alkoholiker, die Flasche trag ich stets bei mir. Dafür brauch ich eine Kasse, das liegt nun schon zu anderen Lasten. Zwischen zwei Räuschen geht es mir ein, du stehst jetzt draußen. Der Alkoholiker versucht, die Pannen des Alltags mit Hilfe seiner Flasche zu bewältigen. Die Phase des Vorstadiums endet mit dem Einsetzen des Kontrollverlustes, der das kritische Symptom der Alkoholsucht ist. Drittens, die kritische Phase. Der Verlust der Kontrolle bedeutet die Unfähigkeit, die eigene Alkoholaufnahme willensmäßig zu steuern. Es gibt Alkoholkranke, die mehr als 30 Jahre nach einer erfolgreichen Kur und 30-jährigem abstinenten Leben nach einer geringen Menge Alkohol wieder zurückfielen in die Süchtigkeit. Schuld an diesen furchtbaren Rückschlägen ist die Verständnislosigkeit unserer Mitmenschen, die diesen Alkoholkranken immer wieder zum Genuss einer kleinen Menge Alkohol anleiten. Wer wird denn schon zum Süchtigen geboren? Zum Süchtigen wird man doch erst gemacht. Hier haben wir die Übersicht verloren, schon lange nicht darüber nachgedacht. Der Kontrollverlust beginnt also erst, nachdem der erste Schluck getan ist. Der Alkoholiker hat keinen Fallschirm mehr, keine Brems- und Steuerungsfähigkeit, mit der er den Sprung, den ersten Schluck ohne Gefahr überstehen könnte. Die Kontrolle darüber, ob er bei einer Gelegenheit springen will oder nicht, ist immer noch erhalten. Bei der Frage, wie dieser Kontrollverlust zustande kam, spielen zwei Alkoholmengen eine besondere Rolle. Die erste Menge ist die, die benötigt wird, um das Stadium der Erleichterung, der seelischen Entspannung und Lösung zu erreichen. Die zweite, normalerweise erheblich höhere Menge, ist die Menge, die einen Rausch zur Folge hat. Es wird eine immer höhere Dosis zur Erreichung der Entlastung benötigt, aber andererseits nimmt die Verträglichkeit des Organismus gegenüber dem Alkohol immer mehr ab. Eines Tages kommt es dahin, dass sich die beiden Mengen überschneiden. Der Alkoholiker erreicht den Zustand der paradiesischen Weltenthobenheit nicht mehr. Er ist schon vorher betrunken. Der Vorgang wiederholt sich immer häufiger und es kommt zur Bahnung eines bedingten Reflexes. Es gibt zwei Gruppen von Reflexen, die beide nicht durch das Gehirn beeinflussbar sind. Zur ersten Gruppe gehört der Augenlidreflex oder der Kniesehnenreflex, der von der ärztlichen Untersuchung her bekannt ist.
Die zweite Gruppe besteht aus im Laufe des Lebens erworbenen Reflexen. Dazu gehört auch der Reflex, der durch Alkoholgenuss entsteht. Die Aufnahme einer geringen Menge Alkohol bedeutet das auslösende Signal für den Ablauf eines zwanghaften Geschehens, eben des Reflexes, das zum Rausch führt, ohne dass der Betreffende die Möglichkeit hat, durch sein Denken Einfluss auf diesen Vorgang zu nehmen. Im Laufe der Zeit angeeignete Reflexe schalten den Widerstand, der im Gehirn eines jeden normalen Menschen existiert, durch einen Kurzschluss aus. Im Alkoholiker findet sich ein Gefühl der eigenen Unschuld. Er erlebt seine Schuld zum großen Teil von außen, bei der Umwelt, statt bei sich selbst. Er überträgt seine Schuldgefühle auf seine Umgebung. Er lastet das, was sich in seinem Inneren befindet, seiner Umgebung an. Du sagst mir, du könntest nichts dafür. Du sagst mir, die Schuld, die lag bei mir. Alkoholiker gefundenen Erklärungen sollen ihn selbst und seine Umgebung davon überzeugen, dass er die Kontrolle nicht verloren, sondern sich ganz zu Recht betrunken hat. Denn allmählich fällt seine Trinkart auf. Angehörige, Freunde und Arbeitgeber beginnen, den Alkoholkranken zu tadeln und zu warnen. Die Erklärungen führen zu der Ansicht, dass der Fehler nicht beim Alkoholiker, sondern bei der Umgebung liegt. Er isoliert sich von seiner Umgebung, auch von seinem Ehepartner, der zu seinem erklärten Feind wird. Er ist es, der den Alkoholiker vom zentralen Wert seines Lebens, von der geliebten Flasche, fernzuhalten versucht. Von Zeit zu Zeit Gewissensbisse auftraten, entsteht jetzt eine dauernde Zerknirschung. Diese zusätzliche Belastung verstärkt die Notwendigkeit zum Trinken. Nun versucht der Alkoholiker, von seiner Sucht freizukommen, was für ihn einen furchtbaren Kampf bedeutet. Die Anstrengung des Kampfes verstärkt die Feindseligkeit gegen seine Umwelt und er beginnt, Freunde fallen zu lassen und Arbeitsplätze zu wechseln. Der Beginn einer alkoholbedingten Persönlichkeitsveränderung zeichnet sich ab. Der Alkoholiker beginnt, sich einen Vorrat zu sichern. Im Kleiderschrank, unter der Matratze, im WC-Wasserkasten oder gar in der Bettflasche, um jederzeit den notwendigen Stoff zur Verfügung zu haben. Organische Schäden wie Magenschleimhautentzündungen oder Potenzstörungen treten auf.
Viertens die chronische Phase. Die letzte der vier Phasen ist die chronische Phase. Sie beginnt mit dem regelmäßigen morgendlichen Trinken. Der Alkoholiker muss erst einen Schluck trinken, um in Gang zu kommen. Der Alkoholiker trinkt schon morgens, um seinen Verpflichtungen nachkommen zu können, um arbeitsfähig zu sein. Nachdem er eine gewisse Menge Alkohol getrunken hat, ist es für ihn gleichgültig, welche Folgen aus seinem Fehlen bei der Arbeit entstehen. Auch der verständnisvollste Arbeitgeber wird nun die Geduld verlieren und ihn entlassen. Der Patient ist einsichtslos, unbelehrbar und abgestumpft. Das Trinken nimmt bei ihm den Charakter einer Besessenheit an. Selbstmordversuche sind in diesem Stadium der Erkrankung nicht selten, wenn das Leben seinen Sinn zu verlieren scheint. In diesem Stadium treten beim Alkoholiker Sinnestäuschungen auf. Vorboten des Deliriums stellen sich ein. Die Umgebung ist wirklichkeitsfremd verändert. Es entstehen Seh-, akustische und Geschmackshalluzinationen. Das Delirium dauert 2 bis 5 Tage und endet mit dem kritischen Endschlaf, der nicht selten zum Tode führt. Eine Heilung des Alkoholismus zum unversehrten Ausgangspunkt gibt es nicht. Der Alkoholiker bleibt alkoholkrank, in dem Sinne, dass er nie wieder Alkohol vertragen kann. Immer wieder gibt es Alkoholiker, die nach längerer Enthaltsamkeit der Meinung sind, wieder einen Versuch mit dem Alkohol wagen zu können. Gespannt beobachten sie die Wirkung des ersten Schluckes und sie triumphieren, wenn sie Tage, Wochen oder sogar Monate ohne besondere Vorkommnisse überstehen. Doch das erste Glas bringt dem trockenen Alkoholiker dieselben unabsehbaren Folgen, wie ein Schneeball dem Hochgebirgswanderer zur Tauwetterzeit. Wer meint, mäßig trinken zu können, irrt sich. Das gilt für den akut Alkoholkranken und für den trockenen Alkoholiker. Wie kommt der Alkoholiker zum Trinken und zu seiner Sucht? Bei der Frage nach dem Warum wissen wir, dass etwa 2/3 aus gestörten Familienverhältnissen kommen. Das Fehlen der Eltern, mangelhafte Liebe und Wertschätzung bilden einen übersteigerten Hunger, gerade nach diesen Werten. Diese übersteigerten Ansprüche können nicht erfüllt werden. Enttäuschung und Resignation entstehen. Der Griff zur Flasche ist ein Entschädigungsversuch mit dem falschen Mittel. Auch Väter mit vielen Grundsätzen geben oft Gründe und den Anlass, zum Alkohol zu greifen. Der Vater ist ein sehr strenger Mann, der alles weiß und auch alles kann. Er predigt auf hohe Ideale und spricht von der mannhaft rauen Schale. Verwechselt Autorität mit autoritär. Mit so einem Vater hat man es schwer. Eltern, die bei ihren Kindern keine eigenen Entscheidungen aufkommen lassen und deren natürliche Entfaltung bei Sport, Spiel, unter Freunden und dem Beruf nicht möglich ist, schaffen ihren Kindern ein Leben unter erzwungenen Ordnungen. Der Drang nach Freiheit wird mit der Zeit übermächtig. Der Alkohol hebt diese Schranken auf. Die Qual der Gefangenschaft scheint beendet und doch ist es nur wieder der Weg des geringsten Widerstandes. Trinken zur Erleichterung wird zur Gewohnheit. Kaum merklich entwickelt sich die Sucht. Immer wieder begegnen einem ratlose Mütter und Väter. Es ist ihnen unbegreiflich, dass ausgerechnet ihr Kind dem Alkohol verfallen konnte. Sie haben es mit ihren Kindern doch wirklich gut gemeint und alles für sie getan. Sie möchten auch jetzt alles tun, um ihre Töchter und Söhne wieder vom Alkohol loszubekommen. Doch diese Eltern haben zu viel getan. Bei den Kindern konnte keine Selbstständigkeit erreicht werden. Die tüchtigen und selbstsicheren Eltern wissen nicht, dass ihre Kinder zu schwachen Persönlichkeiten werden. Sie sind besonders suchtgefährdet und verkörpern die dunklen Schatten und die verborgenen, schwachen Seiten ihrer Eltern.
Eine große Anzahl von Alkoholikern ist fast ausschließlich an einem durch Überfürsorge sie beherrschenden Elternteil orientiert. Durch das Überbesorgtsein der Eltern haben sich Riesenansprüche gebildet, doch nichts und niemand könnte diese Erwartungen auf die Dauer erfüllen. Die Selbsteinschätzung ist zu hoch geschraubt. Es kommt häufig zum Versagen und daraus zu dem schwer zu ertragenden Gefühl der Benachteiligung. Über dieses Erleichterungstrinken gerät er in die Alkoholsucht. 40% aller Verkehrsunfälle mit Todesfolge werden von Alkoholbeeinflussten verursacht. 60% aller Verbrechen in Deutschland geschehen unter Alkoholeinfluss. Bei 70% aller Ehescheidungen spielt der Alkoholmissbrauch eine wesentliche Rolle. Es muss in Deutschland mit 1,5 Millionen und in der Schweiz mit 500.000 Alkoholsüchtigen gerechnet werden. Du machst da ein Geschrei, was ist denn schon dabei? Muss man das so betonen? Was sind schon 2 Millionen? 3 Millionen Bundesbürger sind indirekt betroffen als Familienangehörige. Die nicht schätzbare Zahl der unbekannten Fälle ist nicht berücksichtigt. 31% der amerikanischen Bevölkerung leben abstinent. In Finnland sind es 27%, in Schweden 20%. Deutschland steht an letzter Stelle mit 3%. Trinken gilt bei uns im Gegensatz zu den anderen Ländern als gesellschaftsfähig. Bei vielen Gesprächen erlebt man in der Frage der Abstinenz eine deutliche Ablehnung. Gott hat uns den Bruder zur Gabe und Aufgabe, auch zur Grenze unserer Freiheit gemacht. In Römer 14, Vers 9 bis 23 steht: Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Auferbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du trinkst keinen Wein und tust nichts, daran sich dein Bruder stößt. Einsamkeit. Einsamkeit. Ich bin allein! Allein. Einsamkeit. Ein Wort mit nur drei Silben reicht nicht aus, um zu beschreiben, was einsam heißt. Allein sein heißt. Soll der Süchtige einmal innerhalb der Gemeinde eine echte Heimat finden, muss die Gemeinde sich mit aller Entschiedenheit befreien lassen von verhängnisvollen Vorurteilen, die landläufig gegen Süchtige gehegt werden. Ein Suchtkranker neigt von Natur aus zur Absonderung. Es bedarf großer Aufmerksamkeit, ihn innerhalb der Gemeinde nicht auch in die Rolle des Außenseiters zu drängen. Das geschieht dadurch, dass ihm entweder zu viel oder zu wenig Beachtung geschenkt wird. Immer besoffen, Menschenskind! Die trocken gewordenen Alkoholiker sind besonders gefährdet.
Der Kurerfolg bei offenen Heilstätten liegt zwischen 35% und 65%. Wenn sich unsere Gesellschaft diesem Personenkreis verpflichtet fühlen würde, blieben mehr Alkoholiker befreit. Weil das Leben dieser angefochtenen Minderheit unseres Volkes ernsthaft bedroht ist, sollte sich mehr Solidarität und helfendes Verständnis finden. Die Härten des Lebens zu ertragen, ist dem trockenen Alkoholiker nur möglich, wenn er neue, ihm bisher nicht zugängliche Erfahrungen gemacht hat, die ihn zu einem inneren Gleichgewicht führen. Zu den besten und dauerhaftesten Heilungen gehört die, die sich nicht auf die körperlichen Aspekte der Krankheit beschränkt, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit erfasst. Das heißt, auch eine Antwort auf die Sinnfrage anbietet. Der Verzicht auf die Krücke Alkohol bringt zunächst die schmerzliche Erkenntnis von Mangel an Reife, dann aber auch die Chance zur Nachreifung und Selbstwerdung. Eine echte Hilfe und echtes Mitgefühl besteht im Mehr als im Hinwerfen einer Münze in den Hut des Bettlers. Es bleibt nicht zufällig und oberflächlich. Vielen Suchtkranken wäre geholfen, wenn sie in die Gemeinschaft solcher Gemeindeglieder aufgenommen würden, die bereit wären, durch freiwillige Abstinenz Partnerschaft zu üben. Christus hat uns befohlen und verheißen, ihn in den hungrigen, durstigen, heimatlosen, nackten, Kranken und Gefangenen zu entdecken. Sucht ist Suche, Suche in einer falschen Richtung, Suche nach dem, was entzogen wurde. Geben wir es ihm, geben wir ihm Verständnis, Vertrauen, Anerkennung, geben wir ihm Liebe. So erfüllt die Gemeinde Christi ihren Auftrag an ihrem suchtkranken Nächsten dadurch, dass sie ihm zu dem Ort wird, an dem er es wagen kann, zu zeigen, wie er im tiefsten ist. Ihre Gemeinschaft wird ihm zu einer Kraftquelle für die Überwindung seiner Angst. Was so viele Leute darum gebe, für einen guten Freund in ihrem Leben, der zuhört, mitdenkt und sie versteht, durch dickes und durch dünnes geht. Denn da fängt Freundschaft für mich an, wenn man gemeinsam leben kann. Denn da fängt Freundschaft für mich an, wenn man gemeinsam